Hi, ich bin's wieder, Lego Star Wars Freak 333. Und ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Mocks. Meines Mandalore Mocks. Ja, diesmal zeige ich euch halt hier den Kampf vor der Brücke und den Kampf hinter der Brücke. Ja, hier ist ein Bomb Squad Commander mit Jetpack. Also, ich habe den ganzen Bomb Squads ein Jetpack gegeben, weil die hier an die Brücke dran müssen von unten und die Mandalorianer habe ich halt das alles hier bei allen abgenommen, die ich hier so habe. Ja, das ist halt der Bomb Squad Commander und der spricht halt gerade mit einem Mandalorianer. Ja, dann der hat hier seinen Speeder abgestellt. Und hier ist ein Klon, der schießt gerade, hat so ein Seilwerfergewehr sozusagen. Und der schießt hier gerade ein Seil nach oben, also eine Kette, damit die da gleich hochklettern können. Und hier sind zwei Bombsquads, die haben jeweils so eine kleine Bombe. Und die befestigen die halt hier oben an der Brücke dran. Ja. Um das zu sprengen, damit der Panzer zerstört wird. Ja. Dann ist hier noch ein Bomb Squad, der kommt gerade erst auf diesen Bugspeeder hier an. Und der hat hier so ein Hologramm und spricht gerade mit irgendwem, einem Jedi oder sowas, keine Ahnung. Irgendwem, ja. Dann komme ich jetzt mal zur Rückseite des Mocks. Die ist nicht so detailliert, da habe ich auch nicht mehr so viel, aber noch ein paar Sachen hingestellt, damit es nicht so leer aussieht. Ja, hier ist zum einen der Turbo-Tank. Ja, der steht hier und die Klone auf dem Turbo-Tank schießen von der Seite auf die Droiden auf der Brücke. Die sind sozusagen eingekesselt, weil nach hinten können sie nicht wieder weg. An der Seite werden sie von linken Seite werden sie von Turbo-Tank beschossen, von vorne von Klonia auf der Brücke und von der Seite kommen jetzt die Bombsquads und sprengen die Brücke auch. Also die können eigentlich nicht mehr richtig weg. Ja, und die haben die jetzt halt eingekesselt und hier ist so ein Horn Company Trooper und hier so ein Raketenwerfer, der schießt ja auf die Brücke. Commander Trauma, den ich immer noch nicht richtig fertiggestellt habe. Ja, also noch nicht richtig zu Ende customiert habe. Ich weiß nicht, ob ich das nur mache oder ob ich das einfach lasse. Noch ein Horn Company Trooper. Die habe ich jetzt einfach hier mal als Trooper von Commander Trauma. Also Trauma genommen. Ja. Dann ist hier ein Gunner auf der Kanone von Turbo Tank. Und der schießt ja auch auf die Droiden. Ja. Dann ist hier nochmal eine kleine Brücke. Und da ist halt gerade Plo Koon, der ist auch mit dem Turbo-Tank gekommen. Und hier ist gerade General Grievous in seinem Starfighter gelandet. Und der läuft jetzt halt auf Plo Koon zu und die kämpfen gegeneinander. Ja. So, das war's eigentlich schon von meinem Mock. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Also, es steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Vor allen Dingen, das sind alles nicht kleine Platten. Alles nicht größere Platten, sondern alles so. Zeig euch das mal. Die meisten Platten auf dieser schwarzen Fläche von der Brücke sind solche. Also habe ich alle, die mussten von unten alle zusammengeklickt werden. Und die grauen habe ich da auch noch dran gemacht. Das sind alles so graue Stangenplatten. Ja. Also ich habe schon länger daran gearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, bewertet, kommentiert und abonniert. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.